Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Syndicate mit mir jetzt von der Zweck Gaming Pros mit dem Beginn einer neuen Sequenz, nämlich Sequenz 6 Sturm auf die Bank. Nachdem Jacob dem hinterhältigen Plan von Pearl Atway auf die Schliche gekommen war, eliminierte er sie und eroberte die Verbrennungskraftmaschinen von den Templern zurück. Jacob stößt durch einen mysteriösen Brief auf eine Verschwörung, die Londons Goldreserve in Gefahr bringt, während Evie einen neuen Plan gegen Lucy Thorne schmiedet, und um den Schicksal zum Eden-Grabtuch zurückzuholen. Spielen wir diese Sequenz. Was haben wir denn hier? Boiler, die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet, Plutus. Dieser Plutus ist also Starks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du rausspielen gehst, versuch doch bitte nicht die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Thornen kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Ein Brief. Für mich? Ah, dieser Brief für Jacob, der macht mich noch ganz fertig. Der macht mich wirklich noch ganz, ganz doll fertig. Ja, wir haben viele neue Dinge, die wir machen können. City of London sind wir jetzt eigentlich durch, vom Prinzip. Da muss aber noch ganz viel erobert werden und ganz viele Dinge gemacht werden. Und jetzt sind wir schon in The Strand. Also zumindest könnten wir jetzt schon nach The Strand gehen. Machen wir allerdings noch nicht, denn wir haben ja jetzt hier noch einige, also hier Scissorg oder Southwark ist ja auch noch vorhanden. Und ja, die Sequenz 6, die läuft auch noch zum Teil hier. Das ist auf jeden Fall schon mal schön zu sehen. Bevor wir jetzt allerdings mit Sequenz 6 beginnen, ihr könnt es euch denken, wird jetzt wieder ein wenig mehr Templerjagd im Vordergrund stehen. Das haben wir jetzt schon ein paar Folgen nicht mehr gemacht und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sinnig, wenn wir jetzt damit beginnen, bei den Templern mal ein bisschen aufzuräumen. Deswegen begeben wir uns ab ins Blighters Territorium und ja, wie gesagt, beginnen wir ein bisschen mit ein bisschen Templerspaß. Um unter Umständen, ich überlege gerade, es vielleicht ein bisschen schlauer wäre, wenn wir jetzt hier vielleicht mal 20 Minuten, eine halbe Stunde Folgen machen, um das ein bisschen kompakter in der Folgenanzahl zu halten, da das ja wenig mit Story zu tun hat und das ist ja einfacher. Ich weiß nicht, mal gucken, wie lang die Folge jetzt wird. Auf jeden Fall beginnen wir jetzt hier ganz locker mit den Tempelaktivitäten, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Da haben wir zum Beispiel erstmal die Kopfgeldjagd mit David O'Donnell und ich finde, es ist halt ganz wichtig, dass wir die machen, denn wieso kann ich hier keinen Dings machen? Ach, der ist ja da unten, genau. Na, Todessprung. So. Da wir ja durch diese ganzen Templerjagden und durch diese ganzen Aktivitäten bekommen wir ja auch diese Rufvorteile und dadurch schalten wir immer wieder neue Gegenstände frei, die halt auch, denke ich mal, in Richtung Endgame oder Endplay relativ wichtig werden. Ja, relativ, ist wie gesagt. Und deswegen machen wir die auch einfach. Was geht denn da jetzt ab, ey? Da läufst du hier dran vorbei, ganz unschuldig wie du bist, als rechtschaffender Bürger und hier wird geschossen. So, wen haben wir denn hier? Da haben wir eine Kopfgeldjagd. Ohne Ende, Leute. Also wirklich ohne Ende, Leute. Krass, wie viele das sind. So, sie hat mich gesehen, das ist aber egal. Denn wir sind besser. Lassen wir sie mal kurz mit dieser Aufpasserei abklingen. Und nehmen die uns mal so vor. Gut, jetzt müssen wir noch das Ziel identifizieren. Wo ist denn das Ziel eigentlich? Wieso sehen wir das Ziel nicht? Wo ist das Ziel?
Da ist das Ziel. Da, Abschluss, lebend zum Ziel. Also das müssen wir ihn wieder hier zum Inspektor Abelein bringen. Und wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hinten an aufzuräumen. Oh, das war jetzt das falsche hinten, wo ich anfangen wollte aufzuräumen. Bei dem da fangen wir an, die ganzen Jungs hier mal wegzusnacken. Wie weit können wir denn eigentlich springen? So weit, krass. Oh nein, jetzt müssen wir den gefangen nehmen. Ach, jetzt rennt er weg, so ist ja unschön, dass er jetzt wegrennt. Nein, nein, nicht umbringen, nicht umbringen. Das ist der falsche. Den. Wir kommen doch noch davon. Ja, den will ich nicht umbringen. Nein, nein. Da kassiere ich lieber ein bisschen Leben. Dafür, dass er jetzt da. Jetzt fährt er weg. So, wow, 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 Alter, wie schnell. Wow, wie der abgeht. Wie der Gas gibt. Ah, doof, doof gelaufen. Ja, toll. Jetzt machen wir erst noch einen Finisher-Move mal ab. Nein. Ach, Kacke. Jetzt müssen wir das nochmal machen. So Mist. Jetzt sind wir schon direkt über den Kopf, das ist ja auch geil. Ach, das ist ja doof gelaufen. Der war aber voll schnell weg, krass. Wie schnell er weg war. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, alles ist gut. Tut mir leid, ich wollte nicht gegen sie rennen. Ah, das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich schon wieder so verkackt habe, ey. Da müssen wir halt erstmal. Also, so werden die Folgen natürlich extrem lange. Machen wir halt erstmal eine andere Nummer. Und die später dann nochmal. Wie gesagt, das, ach, das ärgert mich jetzt, wie gesagt, so. Dass der da noch so schnell entkommen konnte, das ist ja eine Katastrophe. So, Hauptquartier, das heißt, alle umbringen und den Rooks das Territorium übergeben, quasi. Quasi. Was haben wir denn hier? Oh, yo, jede Menge Party-People zum Spaß haben und so weiter. Kommen wir in das Haus hier rein mit der Kiste. Da ist ein Eingang. Ist auch noch was drin? Nö, also müssen wir da nicht rein. Aber hier müssen wir rein, wegen der Kiste. Sowas mache ich dann jetzt doch ganz gerne, weil sonst suche ich mich da später mal tot. Oh, ich wollte gerade schon sagen, den muss ich jetzt umbringen hier. Hängen ja noch ein paar Leute drin rum. So, öffne mal das Ding, danke. Alles klärchen. Dann können wir jetzt hier raus. Wow. Also, jetzt haben wir hier gefangene Rooks befreien, den Anführer unbemerkt töten. Ja, da sind wir wieder bei unserem unbemerkten Problem. Wie können wir den jetzt am dümmsten unbemerkt töten? Das ist jetzt im Prinzip genau das gleiche wie vorher, dass wir ja alle umbringen müssen und ihn als letztes, damit wir ihn unbemerkt töten können, halt. Es ergibt teilweise wenig Sinn, aber es ist so. So. Haben wir den da jetzt befreit? Ich weiß jetzt nicht, ob wir den befreit haben. Klettert er jetzt hier hoch? Na, tatsächlich. Aber wenn wir den jetzt töten,
Dann ist es unbemerkt. Das müsste doch jetzt eigentlich unbemerkt gewesen sein, oder? Wie seht ihr das? Ach man, immer dieses Abziehen von der Mütze. Den bringen wir mal gerade hier ins Eckchen. So, dann kommt die nächste. Nein, das war keine Einbildung. Du kannst ganz, ganz gemütlich zu mir herkommen und sterben. Okay, da drin ist jetzt noch eine. Also nur noch zwei Stück, um die ich mich kümmern muss. Ich denke, das kriege ich hin. Töten, töten, töten. Patsch. Okay. So. Ach, Mann. Ach, da oben ist ja auch noch jemand. Heilwitzke. Die hat das gar nicht mitbekommen, dass ich den ihren Chef gekillt habe. Und dass sie stirbt, hat sie auch nicht mitgekriegt. Ah, Dinge passieren. Das ist der Hammer, was hier so alles passieren kann. So, dann haben wir last but not least. Tschack. Ende aus. Mickey Mouse. Ich denke, wir haben alles so geschafft, wie es geschafft werden soll. Ach, schon wieder wurde der Anführer nicht unbemerkt getötet. Ah, so ein Mist, ey. Das ist ärgerlich. Das ist immer wieder ärgerlich. Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Im Prinzip müssen erst alle anderen sterben und dann darf der sterben. Naja, gut. Das ist, ja, kann ich jetzt nichts machen. Hallo, meine Freunde, die Rooks. Tja, wie gesagt, ich bin echt am... Mach ich doch gar nicht. Will gar nicht weg vor dir weglaufen. Ich will weiter. Ich muss mehr Pleiters killen, mehr Territorium gewinnen. Kutsche für... Was? Ja, gut. Ich habe gedacht, irgendwie müsste es doch auch gehen, dass man hier so ein Taxi nimmt. Ah, nee, jetzt sind die Cops auch noch hinter mir her. Zum Glück ist es hier kein GTA, wo die irgendwie... so... Dings haben. Funk. Damit die wissen, wo ich bin und mit Helikoptern fliegen und so ein Kram. Das wäre ja sehr unpraktisch. Schön, die Polizei guckt hier richtig toll, ja. Oh je. Die Cops sind da. Oh je. Ich muss hier erstmal ganz aus diesem Gebiet raus. Ich muss hier gerade erstmal komplett aus diesem Gebiet raus, ja, alle Kinder befreien. Weil die Cops sind ja immer noch hinter mir her. Nimm mal gerade hier, gib mir mal gerade die Kutsche und lass mich mal gerade hier in Ruhe. Ich nehme mal gerade das nächste Ziel, weil das wird sonst hier nichts. Also das zu dem Thema, die Jungs haben keinen Funk. Nein, da kommt in die nächste Kutsche. Lasst mich los. Ah. Weg. Ich hänge. Ich hänge fest. Verdammt. Ich muss mal hier. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. So, gut, dann. Wow. Das war jetzt voll der Tastatur. Spell over. Mein Gott, ey, die Polizisten sind ja hier echt krass drauf, ja. Die wissen doch gar nicht, dass ich hier irgendwas gemacht habe. Oder haben die schon alle Telefone gehabt, die Jungs? Ach, ist doch affig, ist das doch gerade hier. So, jetzt haben wir gerade noch die Illustration mitgenommen. Ja, wie gesagt, das wollten wir eigentlich alles nicht machen, aber wenn man denn schon hier in diesem Gang ist, dann kann man das sich auch mal gerade gönnen, den mitzunehmen.
sind wir jetzt wieder befreit von jeglichen Ansehen. Nur weil du ein Pleiter bist, musst du jetzt sterben. Tut mir leid. So, dann. Auf ein neues. Weil das so weit weg ist. Boah, wo fährt denn uns hin? Ach hey, das war ja aus Versehen hier gedrückt, ne? Ja gut, dann können wir das jetzt auch da oben machen. Jetzt sind wir hier schon echt in der Nähe. Gut so, Mädchen. Boah, Alter. Was ist das für eine Kackrutsche jetzt hier? Ach ne, das ist ja schon wieder die nächste Templerjagd. Boah, die Kutsche hat sich auf jeden Fall übergelohnt. Wenn ich sage, dass die sich nicht gelohnt hat, ja, der lügt. Das war die erfolgreichste Kutschenfahrt aller Zeiten. 3 Meter. Wow. Okay, das war jetzt reines Luck. Da haben wir die Person, die Evelyn Dipper. Zielperson unter Rauchbombeneinfluss töten. Aha. Okay, Rauchbombeneinfluss. Kann ich die jetzt eigentlich schon angreifen? Nee, ne? Wie komme ich da jetzt? So. Ja, ich überlege gerade, wie ich das hier alles am schlausten anstelle. Und ich glaube, das war gerade ganz, ganz schlau von Jens gewesen. Ihr könnt mich ja gerne berichtigen, aber ich glaube, das war jetzt ein ganz geiler Move. Also ich glaube, das war echt ein richtig geiler Move gewesen. Ich musste halt mal kurz überlegen, wie ich das jetzt am trickigsten anstelle. Naja, der Mr. Green, der ist froh drum. Geil, das war... So müssen die eigentlich immer laufen, aber naja, ihr kennt mich ja mittlerweile. Bei mir läuft niemals etwas so, wie es immer laufen könnte. Naja. Ja. Dann gehen wir doch mal zum Gangquartier, zum nächsten. Das ist ja hier gerade genau um die Ecke. Perfekt. Wie gesagt, ich denke mal, die Folgen werden jetzt... Ja, ich mache die jetzt einfach alle mal ein bisschen länger. Oh. Das ist einfach... Ja, damit wir jetzt hier ein bisschen... Weil ich habe ja schon wieder zweimal gefailt. Also das sind jetzt ja... Kilometer, die ich da völlig umsonst investiert habe, die ich da rumrennen musste. Und deswegen denke ich, dass das einfach ein bisschen praktischer. So, Anführer wieder mal unbemerkt töten. Ich bin mir langsam halt nicht mehr sicher, was ich da alles machen soll, um den unbemerkt zu töten. Oh, yo. Auf jeden Fall haben wir hier so 2 Runner dabei. Also diese... Leute, die da Hilfe holen, die muss man sich ja immer als erstes kümmern. Ich denke, gekümmert haben wir uns auf jeden Fall gut um ihn. Also um den ersten zumindest. Er hat keine Hilfe holen können. Können wir den jetzt hier drinnen verstecken eigentlich? Ja, geil. Wunderbar. Ui, da kommt ein Großer an. Ich sehe nach, woher dieses Geräusch kam. Tu es. Einen Moment. Tu nachsehen. Das ist auf jeden Fall eine großartige Idee von dir. Und dann bist du auch schon weg vom Fenster. Weggesnackt. Was macht er denn da? Alter, bleib liegen. Oh, Blut läuft raus. Geil. Ist auch großartig. Oh, da haben wir noch... Ach, da haben wir noch so einen Runner. Eieieiei. Also wir werden das ganze Feld jetzt mal ein bisschen von hinten aufrollen. Oh je. Dann gehen wir mal nachgucken, was da ist. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gut, dann schauen wir mal.
Ah, die Lady da oben kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr. Was mit dir? Warum rennst du? Was ist denn los? Warum schreist du denn? Ich helfe dir. Dir, deiner Familie, allen, denen du kennst, den helfe ich. Ach man, immer ziehe ich die Mütze ab, weil ich immer auf C drücke, ich Doofkopf. So. Schauen wir mal, ob wir unbemerkt dahinter kommen. Rennt einer? Ist irgendjemand alarmiert? Ich glaube nicht. Nein, es sieht gut aus. So, dann. Tja, Freunde der Hoffnung. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Das ist auf jeden Fall... Okay, so kann man das machen. So könnte man das machen. Der ist auf jeden Fall viel zu weit weg dafür. Ach, das ist ja auch noch ein Scharfschütze. Na ja, gut, okay. Hat mich nicht gesehen. Jetzt läuft aber einer nach da hinten. Und könnte die beiden Toten sehen. Oh, läuft der nicht? Der läuft gar nicht so weit. Moment mal kurz. So. Okay, Glück gehabt. Oh, oh, Achtung, ich werde gleich gesehen. Ich werde gleich gesehen. Ah. So. Mal hier in die Gasse reinschmeißen. Ich hatte so eine Sammelstelle. Brauche ich jetzt neue Markierungen? Warum sind die ganzen Markierungen weg? So, dann machen wir erstmal den Scharfschützen oben auf dem Dach, hier auf diesem Balkon, der hier ist. Damit wir von der keine Gefahr mehr haben. Nein. Ach, no way. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Wie dumm. Ah, Mist. Ey, das ärgert mich jetzt schon wieder. Wieso haben die das alle gemerkt? Wieso haben die das jetzt ernsthaft? Wieso haben die das alle gemerkt? Ah, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du kannst jetzt auch einfach sterben, ey. So, naja. Wenigstens ein Ziel von zwei erreicht. Aber das reicht mir nicht. Das sind ja nur 90%. Ist doch kacke, sowas. Also ich habe noch nirgendwo geschafft, den Anführer unbemerkt zu töten. Verstehe ich nicht. Also zumindest ist bei diesen Gang-Hauptquartieren. Ja, also das war jetzt... Da hat jetzt gerade einer hochgeguckt oder was? Hat er sich gedacht, oh, ich guck mal nach oben und ach, guck mal, da ist ja der Jacob Fry, der will unseren Anführer töten und deswegen bekommen wir das jetzt alle mit? Ich habe keine Ahnung. Das finde ich auf jeden Fall echt ein bisschen affig gerade. Ach, die Kiste, nee, Kiste hole ich jetzt nicht, keine Lust drauf. Wir machen jetzt weiter. Oh, und hier, die Stelle kennen wir aus dem vorletzten Folgenanfang. Wieso alle direkt aussteigen, wie geil. Ruhig. Krass, wie die Pferde auch eiskalt einfach rückwärts laufen. Perfekt, wie sie das können. Optimal. So, dann machen wir die Kinderbefreiung jetzt ein zweites Mal. Also, naja, gut, okay, wir haben sie ja noch nicht mal richtig probiert gehabt, ja. Kamen wir ja gar nicht so weit. Da waren ja die ganzen Cops noch hot auf unseren Ass. Die hatten ja noch alle Turn drauf, uns in den Knast zu bringen. Oh Mann, hier viel zu viele Blighters. Alter, wie viele Blighters? Ui, yo. So. Nicht so schnell. Da ist ein Brook einfach mal mitten in der Firma drin. Auch nicht schlecht. Was ist denn jetzt los? Warum sind die Bullen da jetzt drin? Hä? Ey, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los?
Warum kommen denn jetzt die Rooks rein? Warum kommen die Bullen rein? Warum ist jetzt hier drin nur Terror? Verstehe ich alles irgendwie gerade nicht so ganz. Das muss ich, glaube ich, auch nicht ganz so verstehen, oder? Leute, sagt... Ey, das... Hä? Weil das der Jacob jetzt ist, oder warum gibt es jetzt hier so Stress? Ach, das ist der Chef hier, okay. Ja, ja, der erste Angriff und so, der zählt ja. Das ist immer, ist im echten Leben auch so. Ach so, wir haben jetzt hier fast die halbe Firma abgemetzelt und hier gibt es immer noch Leute, die keinen Stress machen. Überragend. So, Kinder, ihr dürft euch das nicht mit angucken, geht. War ein Problem. Immer wieder gerne. Wo geht's denn jetzt hier nach oben? So. Erstmal hier die Klingel sabotieren. Damit das klar ist, das muss gemacht werden. So, da oben haben wir noch zwei, drei Kinder, die auch noch befreit werden wollen. Ach ne, zwei sind's, ja, wir sehen's ja. Und dann ist das Ding-Thema hier durch, würde ich sagen. Krass. Ich weiß es nicht, warum da Rooks reingelaufen. Also ich habe ja den einen am Eingang gesehen, aber warum waren dann auf einmal Bullen drinne und was war das für ein Move? Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion hier war. So, ja, ist es jetzt befreit? Ja, jetzt ist es befreit, okay. Dann wollen wir es nochmal... Okay, wir machen das anders da. Ja, nee, doch, doch, genau. Nein. Nein, nein, nein. Ich und meine Tastenkombination hier wieder. Wir sparen uns den langen Weg in der Hoffnung, es gibt einen kurzen Ladebildschirm. Also auch eine kurze... Ich trinke mal schnell was, ganz undercover-mäßig. Ah, guter Multi. Edward Kenway, ein einflussreicher Assassine, wird in seinem Zuhause von Templersöldnern ermordet. 1735 war das gewesen. Dass der überhaupt mal ein richtiges Zuhause hatte und nicht nur sein Schiff, der Typ, der ist ja auch krass gewesen. Je höher die Genauigkeit einer Pistole, umso whatever. Die können doch die ganze Zeit diese Hinweise einblenden oder so, 3 oder 4 Stück auf einmal, verstehe ich nicht. Warum die da immer so ein Action machen. Und die dann da so eine halbe Stunde laden lassen und dann siehst du doch nur den letzten, nur eine Sekunde, weil dann das Spiel wieder geladen ist. Du kannst erstmal auffüllen. Und dann Gegenstand abholen. Danke, danke, danke. Er hat mich Chef genannt. Verbrecher sollen wir töten. Verbrecher werden getötet. Massenereignis beendet. Batsch. Das ist auch voll wichtig, dass wir diese ganzen, hier diese blauen Dinger machen. Also ich glaube, das sind die blauen. Weil die so, nee, das sind nicht die Massenereignisse, das ist nur Geld und so ein Kram. Aber da gibt's diese, weiß nicht, jetzt zum Beispiel aus dem Versteck heraus jemanden meuchelmördern. Dadurch bekommen wir, auch solche Skills freigeschaltet oder Skills verbessert und so. Das ist ganz, ganz krass, vor allem, was da alles für Sachen gibt, die man da eigentlich machen müsste. Ich betone ganz deutlich müsste, weil es abgefahren ist. Was ist denn da unten jetzt los? Wieso ist denn da jetzt wieder schon wieder ein Rook? Was ist denn das jetzt? Die versauen mir doch das ganze Business. Ja, das war jetzt aber ein schnelles Ableben von dem Rook. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir ein Flugattentat hinbekommen. Hey, das sind schon viele, ne? Das sind schon echt mächtig viele. Aber gut, der Typ ist ja immer hier vorne an der Ecke. Und da sind ganz viele hier hinten. Vielleicht schaffen wir das. Oh, warte, Moment. Jetzt, wenn wir schon direkt daneben stehen, kann man sie ja auch mitnehmen, oder? Ihr seid doch da auch meiner Meinung, ja, ja. Auf jeden Fall seid ihr meiner Meinung, weil die wenigsten jetzt noch zugucken. Die Folge läuft schon wieder eine halbe Stunde. Ich alter Übertreiber wieder. Aber was ich meine, wir könnten...
Tja, jetzt ist die Frage. Wer dreht sich eher um? Der oder die? Was ist denn? Warum legen sie sich alles wieder mit Rooks an? Was ist das? Okay, wenn der jetzt kommt. Oh nein, da kommen die nächsten beiden. Da, Deckungsattentat, genau die Dinger meine ich. So. In der Hoffnung, dass er es nicht mitkriegt. Oha. Gefangen nehmen. Okay, er rennt noch nicht weg. Okay. Das sieht jetzt gerade schon gut aus. Jetzt müssen wir nur mal kurz die alte wegpacken. Nicht, dass der die sieht und dann anfängt, Angst zu bekommen. Oh nein. Fuck. Oieieiei. Jetzt habe ich die da in die Ecke geschmissen. Scheiße. Ja, komm weiter, genau, perfekt. Ein bisschen schneller bitte, wenn ich bitten darf. Dankeschön, optimal. So, jetzt läuft der Chef da rum. Da hinten kann ich raus, ohne Probleme. Ah, jetzt hat er die Alte entdeckt. Mist. Und denkt sich jetzt so, hey, was ist da los? Warum liegt da ein Toter von mir? Wir kommen doch noch. Nichts gibt's. So, jetzt. Du hast verloren. Ich würde es tun. Wer bist du? Lass mich los. Ganz ruhig. Ich will die Gebete nicht stören. Wir haben doch nur etwas mit. Ja, ja. Das wird ein letzter sein. So, hinein da mit dir. Wer bist du? Und jetzt Abfahrt. Hey! Hilfe! Bruder, nein, hier wird jetzt nicht mehr geholfen. Nein, du bleibst jetzt da drin. Warum fahrt ihr jetzt auf einmal hier auf der linken Spur? Was ist da los? Einbahnstraße oder was? Okay. In der Hoffnung, dass jetzt keine Bleiters mehr kommen, mich hier abfacken. Oh, das könnte unter Umständen was werden, Leute. Na, ja, das war ja klar. So. Bisschen schneller. Komm schon. Ah, nein. Ha, Glück gehabt. Haha. Sergeant Emmeline freut sich. Sehr geil. Zack, haben wir den auch hinbekommen. Also die zwei, mit denen wir gefailt haben, haben wir doch noch vollführt, vollendet, voll geil gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall so machen. Jetzt fehlen da halt noch so 1, 2, 3 plus hier das Unaufgedeckte. Da fehlen noch 4, 5 Stück auf jeden Fall. Die werden wir auch noch machen.